Nein, eigentlich nicht. Ich habe schon damit gerechnet. Er ist eigentlich genau der Richtige dafür. Ja. Ich bin natürlich froh und auch ein bisschen stolz, dass ich jetzt diese Tradition fortführen kann. Ich begrüße auch den Herrn Possil, das ist mein Vorgänger. Ich werde also versuchen, mit meiner Schuhgröße 46 in seine Fußstapfen zu treten, ohne was kaputt zu machen. Ja. Ja. Ich denke, ich werde versuchen, Lübeck gut zu vertreten und das wird schon eine tolle Sache werden. Ja, ja, wir laden ein zu einem Glas Rotspund, zu Marzipan. Wird hier heute ausgeschenkt, um Abschied zu nehmen vom Martensmann und ihm alles Gute für die Reise. Und ich bring den Wein dann wieder rein. Ja, die große, die Übergabe. Genau. So richtig. Hier, richtig. So. Prost. Das ist aber nur für mich. Ja, genau. Ich darf noch. Er muss noch arbeiten. Fahren. Ich muss noch fahren. Die Reise des Martensmanns wird erstmals 1520 erwähnt. Alljährlich wurde dem mecklenburgischen Herzog in Schwerin zum Martinstag von Lübeck aus ein Fass mit Rotspon gesandt, damit die Fürsten sich weiter gut vertrugen. Auf seiner Fahrt rastet er stets in Schönberg und übernachtet in Rehna. Auch dort wird seine Ankunft alljährlich groß gefeiert. Der Brauch erlosch und wurde 1991 nach der Wiedervereinigung wieder aufgenommen. Jo! Martensmann ist das Jahr nie. Ja, sonst immer so wie den Elfen drin immer gewesen. Ja, und anders wäre das immer der Old Possail und nur ist ja. Das Stefan Hagel. Ja, super. Ja, genau. Und was hat er für eine Bedeutung für Schönberg jetzt? Das ist Glück, wie würde man sein. Wir hat jetzt nur anlebt, nicht anlebt, den anderen weiß wie er Bescheid. Ja. Wie passiert ist, aber man gewöhnt sich an Arzt. Ja. Ne? Man gewöhnt sich an Arzt, das ist richtig. Ja, ja, der ist so. Wir sehen erstmal von der Tradition her ist es ja. Deswegen wurde es ja wieder ins Leben gerufen, ne? Und das ist für unseren Ort, wir haben nicht viele Feste, aber das ist mal wieder so ein Zeitpunkt, wo man sich trifft. Ich glaube, wenn ich das richtig erinnere oder mir richtig erzählt wurde, hat Björn Engholm das wieder eingeführt. Also, dass man irgendwas haben wollte, was für die Grenzregion wichtig ist, nach dem Mauerfall. Und da hat man sich erinnert, dass es diesen Brauch gab und hat ihn sozusagen wieder reaktiviert und hat gesagt, also es gibt doch eine Verbindung zwischen Lübeck und dem Mecklenburgischen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum diesjährigen Martensmannfest und natürlich in erster Linie erstmal Herrn Pagels, der den Martensmann, die Rolle des Martensmann in den nächsten Jahren übernommen hat. Er hat mir versprochen, dass er dies bis zum Lebensjahr 106 ausführen wird. Ja? Aber einige Worte wird er dann zu uns noch sprechen. Ich begrüße ganz herzlich zu der Veranstaltung heute unsere Landrätin, Frau Kerstin Weiß. Herzlich willkommen. Ebenfalls den Bürgermeister unserer Partnerstadt Ratzeburg, Herrn Voss. Und Herrn Fäusler, den Stadtvorsteher mit Begleitung. Herrn Markus Griff, den Bürgermeister der Gemeinde Selmsdorf. Ebenfalls mit Herrn Stöder in Begleitung.
Ebenfalls anwesend ist der Amtsvorsteher, der Herr Lentschow. Wie gewohnt, wir kennen ihn. Und eben für mich persönlich ist das heute eigentlich ein kleines Jubiläum. Ein Jubiläum deshalb, weil es nach 25 Jahren, fast auf den Tag genau, möglich ist, diese Tradition wieder aufleben zu lassen und leben zu lassen. Weil wir mit dieser Tradition zeigen können, dass wir hier gemeinsam grenzüberschreitend zwischen Bundesländern unterschiedlicher Art zusammenarbeiten können, Kultur betreiben können, uns gemeinsam betätigen können. Und jetzt bitte den Martensmann einige Worte zu sprechen. Moment. Den Trinkspruch da, den bringt der Schmied aus, hat er sich ausgebeten, weil er kann das Plattdeutsch, ich nicht. Ja. So, hallo erstmal. Ja, wie man so schön sagt, hallo, ich bin der Neue, ich komme jetzt öfter. Ich bin froh und stolz, dass ich diese Tradition fortführen darf und kann. Ich möchte einmal ganz kurz sagen, dass der alte Martensmann, und das Wort alt ist, aber der, mein Vorgänger steht hier vorne, Horst Possehl, ja, dankenswerterweise ist er gekommen, hat sich das auch nochmal angeguckt. Ich freue mich auf dieses Amt, ich freue mich auf ein schönes Fest mit Ihnen, mit euch. Einen schönen Gruß noch aus der Stadt Lübeck, von der Stadt Lübeck, und dann wünsche ich uns allen und euch allen eine schöne Feier. Dankeschön. Die Säude melken es für die Kinder, die Sure melken es für die Schweine. Das Wasser ist für Kau und Pier und der Lübecker Rotsporn, der ist für uns alle hier. Prost! Ja, und da wird jetzt verkostet und dann meine Frage, Mannsmann, kann man den ausschenken? Können wir den anderen anbieten? Wie schmeckt er? Man kann nicht, man muss. Man muss ihn ausschenken. Der ist ausgezeichnet. Ein wunderbarer Jahrgang. Also ist er freigegeben und für alle Rotsporn hier auf dem Martensmannsfest in Schönberg. Sind Sie 59? Ja, fast. 58? Ja, ungefähr. Ja, genau, ja. 57, 58. So, genau. Gut. Also beide noch jung. Ja. Grüße mal, Lübeck, herzlich willkommen. Das werde ich machen. Ich wollte euch bloß sagen, ich habe einen Fernseher gesehen bei RTL. Mario Barth deckt auf. Da hat er gezeigt, die Lübecker Brücken. Ja. Aber das, die Brücken haben wir nur vorgeschoben. Ah. Ja, die wirklichen Probleme sagen wir nicht. So, wir sehen das ganz bestimmt. Ich habe das gut. Erde und das Fuhrwerk ist alles in Ordnung. Der Martinsmann kann nachher, wenn er in Schönberg fertig ist, weiter nach Rina reisen. Hervorragend, der Schmied hat alles kontrolliert. Die Kutscher und die Pferde sind in Ordnung. Und wie alle wissen, geht es ja nach Schönberg weiter nach Rina. Sie sind nicht der Martensmann, ne? Nein. Sie sehen aber so aus. Nein, der verkauft hier Pulsnitzer Pfefferkuchen. Lecker aus Sachsen. Wir haben in Rena über 20 Vereine, die alle ihre Kulturen hier pflegen. Und wir haben einen ganz regen Klosterverein in Rena, der Konzerte veranstaltet. Ausstellung macht, der den Kreuzgang wieder erhalten hat. Da sitzen wir heute Abend alle zusammen am Kreuzgang. Das ist schön. Peter Mädchen, der ist auch mit hier. Der ist auch mit hier. Der ist wieder mit hier. Der kommt auch mit um kurz. Und was hat der für ein Bewandtnis? Der Peter Mädchen, das ist von Schwerin. Das, sag ich mal, so die, das Aufhängeschild von Turin. Das ist gut, die erste Aufregung ist weg. Ja, genau. Ja, genau. Nun müssen wir alle. Den Umhang hatte der Lütte auch an? Ja. Nee. Nein. Ja, genau. Er hatte aber auch die Hose an. Das muss man, ja. Genau, okay. Das ist jetzt so ein Teil drin. Genau. Also ganz neues Sitzfleisch. Absolut. Ja, bis jetzt waren die beiden immer gleich klein und gleich schmächtig. Ist ja auch ein bisschen größer. Einmal gesehen, ein ganz anderes. Lass mich da mal durch. Was ein Zufall aber. Da sind wir gar nicht mehr gewusst, wie er aussieht. Ne? Meine Frau auch nicht.
Es ist Tradition, dass das Friedemännchen den Marsmann begleitet. Und seit Jahrhunderten ist das so. Und ich finde das gut, dass man die Tradition auch wieder weiterhin pflegt. Zum 24. Marsmann-Kappe begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle Gäste und ganz besonders möchte ich begrüßen unser Holger, die wieder mit einer starken Vertretung und ihrem Bürgermeister hier zu Gast sind. Ich freue mich immer wieder, besonders darüber sind wir immer über 100 Kilometer die Anfahrt hierher. Weiterhin möchte ich heute von der neuen Marsmann vorstellen, die wir ja wissen. Der alte Mahnsmann hat sich auf seinen alten Teil zurückgezogen und sagt, jetzt lassen wir die Jünger ein bisschen ran. Und deswegen ist hier heute Ralf Pahl, Stefan Pahl, der neue Mahnsmann hier, der uns hier auch ein bisschen unterhalten will. Dann ist auch weiterhin das Petermännchen aus Schwerin hier mit anwesend. Das ist Dietrich Pelzgill. So, nun bitte ich. Guten Tag, meine Damen und Herren, schönen Gruß aus Lübeck. Ich habe tatsächlich die Freude und die Ehre, von jetzt an diese Tradition fortzuführen. Wenn man mir natürlich gesagt hätte, wie beschwerlich und wie gefährlich der Weg hierher eigentlich ist, mit einer Kutsche, ja, Spitzbuben, Wegelagerer, Wölfe, gebrochene Achsen. Ja, ich weiß also, der Kutscher hat manches Mal mich angeguckt und hat gesagt, mach's doch, kannst doch. Ja, und ich dann zu ihm gesagt, komm, der töft doch was. Ja, und dann sind wir weiter. Ich wünsche Ihnen und uns einen wunderschönen Nachmittag, einen interessanten Nachmittag, bestimmt auch interessante Gespräche, für beide Seiten interessant. Und es ist sicherlich eine tolle Sache, dass diese Tradition, die wir hier begehen, gepflegt wird. Denn ich persönlich bin der Meinung, also wichtiger für die Beziehung zwischen Menschen ist nicht die Öffnung einer Grenze, sondern die Tradition untereinander. Ja. Sie müssen jetzt durch diese Situation durch. Sie wollen denn die Stadt Lübeck. Ja. Doch, ich kann sagen, ich kann mithalten. Ich wollte mal so sagen. Ich weiß nicht, ob ich gewinne, aber ich halte mit. Na gut. Ja, dann. Prost. Schmeckt aber wirklich lecker. Schmeckt wirklich lecker. Also das war mein vorher gar nicht glauben. Ja? Nee. Gut. Danke. Hat mich gefreut. Ja, danke schön. Ich brauche noch einen. Ja, Gott sei Dank. Ja, denn. Großräder. Prost, Mannsmann. Des gerechten Martensmann, den ich fremd und suchen kann. Martins Mann hätte Löwen werden. So, und der Tau hier. Für die 5 jedes Jahr. Das sind Glücksiesen. Als Resümee zu den ersten zwei Hauptstationspunkten muss ich sagen, dass ich also von Schönberg selber, da war ich schon recht überrascht, wie viel da eigentlich los ist. Weil selbst auf der Fahrt von der Sammelstelle des Spielmannszuges und eben von meiner Kutsche bis zu dem Dorfplatz hin war ja schon einiges auf der Straße unterwegs und auf dem Dorfplatz selber, muss ich schon sagen. Das ist natürlich, es ist recht gut, weil es der erste Punkt ist, den ich anlaufe, dass es halt nicht so übermäßig voll war, wie nachher in Rehna zum Beispiel. Also Rehna, muss ich sagen, das war schon am Abend hin recht gewaltig. Wir sind dann um 5 mit der Kutsche eingefahren in Rehna, in der dunklen Zeit schon. Und der Umzug in Rehna schloss sich dann hinter meiner Kutsche an. Wir sind dann gefahren bis zum Deutschen Haus. Und da habe ich wirklich gedacht, das erschlägt mich. Was da für ein Haufen Menschen war. Was ich sehr gut durchdacht fand in Rehna ist, dass sie da den Schmied hingestellt haben mit einer Esse und dieser Schmied praktisch diese Zeit von dem Start des Umzuges, eben 17 Uhr, bis zu meinem Eintreffen eben für die Leute ein bisschen kurzweilig gemacht hat und erklärt hat, wie geschmiedet wird und so weiter, was das Einzelne bedeutet. Und
der hat dann eben mein Fahrzeug auch überprüft und da habe ich dann die erste Probe genommen. Da habe ich dann auch praktisch das erste Mal in so einer riesen Menschenmenge gestanden und ja, möchte schon sagen, das auch genossen, ja, dass ich da jetzt dieser Martensmann ja auch in Rena eben bin. Heute, wir sind dann essen gegangen unten im Kloster, was hochinteressant war, auf mittelalterlich. Das gab also die Mecklenburger Wrucken, das sind also die Mecklenburger Steckrübensuppe, ne? Wobei ich sagen muss, also das war schon schwierig, das Steckrüben zu finden. Da war so viel Fleisch drin, ne? Das fand ich schon sehr lecker und sehr, sehr klasse. Und dann hat man nachher gegen 21 Uhr das ganze Fest praktisch die Krone aufgesetzt mit einem wirklich einem riesigen Feuerwerk. Da war ich also wirklich sehr von beeindruckt und begeistert. Und dann sind wir nachher froh und glücklich gewesen, meine Kerstin und ich, dass wir dann, ich weiß gar nicht mehr, was die Uhr jetzt genau war, ich glaube, das war so gegen 12:30, langsam rüber trottelten zum Hotel und dann auch so ein bisschen erschlagen nachher zu Bett gegangen sind. Ja, und jetzt haben wir kräftig gefrühstückt und nun wollen wir mal sehen, was uns die Landeshauptstadt bringt. Ja, aber die werden es wirklich schwer haben, das in Rena, aus Rena noch zu toppen. Aus Lübeck kommen wir gefahren, wie es braucht, vor vielen Jahren. Zum Martinstag, so soll es sein, da bringen wir dies Fass voll Wein. Wir präsentieren den Wein mit Grüßen der Bürgerschaft und des Senats der Hansestadt Lübeck aus nachbarschaftlicher Freundschaft. Möge er bei Wohlsein und guter Gesundheit getrunken werden, im Gedenken an die Bürgerschaft und den Senat der Hansestadt Lübeck, zum Erhalt der nachbarschaftlichen Freundschaft. Ich danke für die Grüße, möchte aber bemerken, dass nicht Rheinwein-Most, sondern Rheinwein-Sand gesandt wurde. Es müsste aber dem alten Herkommen nach Rheinwein-Most aus Schuldigkeit und Pflicht geliefert werden. Dies soll aber dem Erhalt guter nachbarschaftlicher Freundschaft keinen Abbruch tun. Der Lübecker Senat kann sich nicht erinnern, irgendwo mit verpflichtet zu sein. Ich protestiere gegen diesen Einwand und wiederhole: Der Wein wird nicht aus Schuldigkeit, sondern aus nachbarschaftlicher Freundschaft präsentiert. Bürger der Stadt, ihr könnt mir nicht in den Rücken fallen. Das steht hier nicht. Der Lübecker Rat muss jährlich zu Martini ein Ohm Rheinwein-Most aus Pflicht und Schuldigkeit liefern. So ist es. Ja, genau. Aber ich habe festgestellt, der Wein ist gut, man kann ihn trinken und ich würde sagen, es ist eröffnet. Auf ein neues freundschaftliches Jahr, Schwerin. Sie brauchen ja Gott sei Dank die Kutschfahrt nicht mitzumachen. Doch, ja, haben wir. Haben Sie auch? Ja, die dritte. Die war schön, die Kutschfahrt. Von Lübeck nach Rena. Wunderschön gepolstert. Und jedes Mal andere Pferde, alle zauberhaft. Dankeschön. Ein kleiner Gruß aus Lübeck nochmal. Dieses Jahr haben wir noch Geld, dieser Gegend. Dankeschön. Der Bürgermeister sagt zu mir, Lottenkoh kostet jetzt nur happy Geld.
Lecker. Es ist keine. Lecker. Ja, Marzipan, aber keine Rüben. Er ist vollkommen umwerfend. ja, vollkommen umwerfend. Ja, freut mich auch. Ja, genau. Das werde ich bestellen. Mein Freund Bernie. Ja, genau. Bis zum nächsten Jahr, ganz bestimmt. Ja, genau. Gut, genau. Dankeschön. Ihnen auch gute Heimreise. Ja. Ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Sie bestimmt, ne? Genau. Ja, wir uns auch. In der Stadt genau. Ja, genau. Ja. 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 In der Politik wollen wir gar kein Rückgrat haben. Und dann tut das ein Kreuz weh. Ja. Darum tut das auch weh. Ne? Ja, genau. Das ist aber schön, dass wir uns mal kennengelernt haben. Süß, ne? Alles klar. Genau. Das war doch klasse. Wenn ich auf der Bühne bin, dann bin ich vorne und machen wir diesen. Ich grüße dich. Ne? Alles klar. Ne? Grün ist die Hoffnung, dass wir uns wiedersehen. So, genau. Genau. Machen wir so. Ne? Ja, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Also mir hat die Fahrt in der Kutsche mit Herrn Pagel sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten wirklich Spaß, wir haben herzlich gelacht. Die Schweriner waren froh und glücklich. Er hat auch sofort Kontakt zu den Schwerinern aufgenommen. Und das hat man ja auch hier auf dem Markt gesehen. Und ich denke mal, alle werden sich freuen, wenn er nächstes Jahr wiederkommt. Also ich muss sagen, Herr Pagel gefällt mir wunderbar als Nachfolger für Herrn Fossil. Er ist einfach anders, was auch gut ist. Er hat den Nerv der Schwerinerinnen und Schweriner getroffen, war hier ein unzähliges Fotomotiv in der Stadt Schwerin und wir freuen uns auf weitere tolle Jahre mit ihm. Es ist vollbracht. Schau mal, Hansmann, das war ja eine lange Strecke, ne? Das war eine lange Strecke. Es war hart. Irgendeine Achse gebrochen? Eine. Wir haben alles gegeben. Wir hatten ja Spitzbuben, Beutelschneider, Halsabschneider, Wölfe, Bären. Dass der, mein Kamerad, der Kutscher, zu mir gesagt hat, Martensmann, mach's noch, kannst noch. Und ich habe gesagt, komm, der hilft doch was, Loddermann. Und dann sind wir weiter. Und Gott sei Dank haben wir es rechtzeitig bis heute geschafft. Chibum, 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 chibum.